Dieses Mal berichten wir aus Salashish. Wir waren jetzt eine Woche im Tropitel. Das Tropitel liegt so ziemlich am Ende der Bucht, schon fast Richtung Makadi. Wie das Ganze hier aussieht, werden wir euch jetzt mal zeigen. Im Eingangsbereich befinden sich die Tennisplätze. Erstmal das Hauptgebäude uns angucken. Wir mussten eine kleine Planänderung, weil das Wetter dann doch aufgeklärt ist. Haben wir uns die Fahrräder geliehen und sind erstmal los. Deswegen jetzt gegen Nachmittag mal die Begehung. Lobby. Klimaanlage läuft. Deswegen puckert das auch so schön. Dienstag, deswegen mit Luftballons geschmückt. Kartenraum. Gästebetreuung. Gehen wir mal weiter. Lobbybar mit 24 Stunden auf. Jetzt gehen wir mal zu den Shops. Wechselautomat. Jetzt wird Geld gewechselt. Oder auch nicht. Bei unserem Glück, was Technik angeht, ist das Geld gleich weg. Sehr gut, ja, der zerschreddert gerade mein Geld. Es ist 345 Pfund. Okay. Und er rattert auch. Hört sich gut an. Okay. Wir sind gespannt. Sehr gut hier. Ja. Hier. 200, 345. Super. 2, 3, 4. Danke. Hier ist dann noch ein indisches Restaurant. Kann man einmal rumgehen. Apotheke ist hier. Souvenirs. Taschen. Ja,
Market. Wo geht's denn jetzt? Hallo. Hallo. Germany. Ehrlich, willkommen. Kommen bitte. Ja, wir machen ein Programm. Egypt. Programm? Egyptian Program? Egyptian and Germany Program. Okay. Sailing program? Sailing program, yeah, okay. Okay. Now I'm starting to explain to all German people, attention German people, this is my shop supermarket. Yeah. I have everything. Sun cream if you want to be black, negro, just only take spray two times. Yeah. One here and one here and one here. You are coming on YouTube, yeah? You coming on YouTube? Yeah, really? Yeah. I will be famous man? Yeah. Okay. Excuse me, coming near me, because I come on YouTube, I will be famous man. Excuse me, what's your name? Eka. Eka. By the way, if you want to leave Eka here and I give you 100 cameras, it's very easy. Don't worry, we have a lot of cameras. Yeah. What? This really coming on YouTube? Yeah. I will kill you. Jetzt verlassen wir ein bisschen Geld weniger die Einkaufspassage. Ja, sehr witzig. Sehr witzig. Jetzt gehen wir mal Richtung Zimmer. Also man muss sich schon bei der Größe ein bisschen zurechtfinden. Helfen tun immer die Fliesen. Da wo die dunklen Fliesen dann liegen, da ist dann immer ein Ausgang oder ein Fahrstuhl. So wie hier. Man muss nur bei den Fahrstühlen auch aufpassen, wenn man den jetzt zum Beispiel nimmt, weil das am Berg gebaut ist. Kann man nur zwei Etagen fahren. Da wir aber weiter hinten sind, müssen wir den braunen Fliesen folgen zum nächsten. So, Fahrstuhl. Du gehst vor. Bitte. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Man muss immer der Tür ein bisschen nachhelfen. Auf geht's. Tada. Und einmal um die Ecke. Man sagt ja immer, der erste Eindruck zählt, ne? Jo. Deswegen gucken wir gleich mal hier, gerade angekommen. So, Minibar, also das wird täglich aufgefüllt. Minibar gibt's dreimal Cola. Okay, ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts, Moment. Ja, das wird noch aufgefüllt. Ach, ja, gut, okay. Dreimal Cola oder Sprite die Woche. Schönes Badezimmer. Ja, groß. Und groß. Badewanne. Dusche. Und Föhntest. Ja, Föhn. Telefon. Ja. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns mal die Betten an. Safe. Klimaanlage. Der Herr des Hauses. 168 Programme. Alle auf Russisch? Wahrscheinlich. Wir haben es noch nicht gecheckt, werden wir aber noch machen. Aber kein Vergleich zu unserem Übergangszimmer. Und jetzt zeige ich euch mal unsere Aussicht. Jetzt. Gut. Ja. Das ist doch mal eine Aussicht. Da unten der Pool. Und das Meer. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder in der Lobby angekommen. Zeigen wir euch mal das Abendessen, wie es rausgeht. Zum Restaurant. Mal ein abendlicher Blick über die Anlage.
Wie es im Hellen aussieht, zeigen wir euch dann noch. Hier unten sind lauter Sitzmöglichkeiten. Und die Treppe runter geht's dann ins Restaurant. Das gucken wir uns jetzt mal an. Heute ist Valentinstag. Deswegen auch so schön eingekleidet. So, das Restaurant. Heute, wie gesagt, Valentine's Day. Rotstation. Heute alles mit Herzenform gebacken. Gucken wir mal zur nächsten Insel. Wir verlaufen uns auch noch nach einer Woche. Da sind die Fliesen, da ist der Fahrstuhl. Können auch hier die Treppe raus. Nein, das wollte ich ja jetzt mal zeigen hier. So. Weil hier gibt es nur zwei. Wir werden jetzt mal die erste Etage fahren. Da ist nämlich noch eine sehr schöne Bar. Nur ein wenig versteckt. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und drück auf. Gefällt mir.